Teil 2 vom Höllenhund. Also, nachdem er nun die Kaninchen, sozusagen den Kaninchen in Garaus gemacht hatte, habe ich mich entschlossen, ich musste ja irgendwas tun. Also ich hätte das jetzt nicht so dahin stehen lassen, auch wenn die Viecher bissig gewesen waren und die Gräfin eigentlich ganz froh gewesen waren, dass die Viecher nun weg sind, hätte ich das ja so nicht stehen lassen können. Ich habe also den zwei Kindern hatte ich also ganz tolle Flugdrachen gekauft. Also richtig schöne. Die waren damals auch schweineteuer. Die kamen ganz neu auf den Markt und die Kinder waren also ganz begeistert. Haben sich eigentlich mehr darüber gefreut als über ihre Kaninchen. Auf jeden Fall, ich gehe eines Tages mit unserem Hund spazieren und merke plötzlich, dass der ganz steif wird. Ganz schlechtes Zeichen. Ganz schlecht. Ich denke, was hat er denn? Was hat er dann? Aber weiter bin ich gar nicht mehr gekommen zum Denken, weil man hat ja bei diesem Hund immer schon 100 Meter vorgedacht. Ich hatte auch mal so ein Pferd. Und der reißt sich plötzlich los, der Karabinerhaken bricht und der Hund ist weg. Raste in Richtung Wiese. Ich raste hinterher. Und was sehe ich? Die beiden Kinder von der Gräfin mit ihren Flugdrachen auf der Wiese. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, ist dieser Hund auf diese Kinder losgerast, stürzt sich auf den ersten Flugdrachen, schüttelt den durch in 1000 Teile, stürzt sich auf den zweiten, die Flugdrachen waren im Arsch. Na, das war ein Geschrei und ein Geheule. Also da haben die Kinder weitaus mehr drüber geheult als über ihre Kaninchen. Auf jeden Fall, ich war verzweifelt. Ich bin zur Gräfin und habe gesagt, Gräfin, also mit unserer Familie und Ihnen und mit dem Hund, es klappt irgendwie überhaupt nicht. Dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, na, die Kinder werden drüber hinwegkommen. Wir waren damals in Vorbereitungen für eine Party. Und dann habe ich sie eben dazu eingeladen. Hab gesagt, wir haben immer so Schnitzeljagden gemacht. Die waren eigentlich immer sehr lustig und immer mit dem Fahrrad. Also dieser Partytag kam und die Gräfin mit ihren Kindern kam auch und die hatten einen mega Spaß. Aber am Spätnachmittag, als fast schon alle zurück waren und jetzt sollte die große Grillparty draußen stattfinden, fing es an zu regnen. Also marschierte alles rein und jetzt war natürlich das Haus für 80 bis 100 Leute nicht wirklich ausgelegt. Und Gino immer mittendrin. Dieser Riese taperte immer so durch die Leute durch. Und irgendwann bleibt er vor der Gräfin stehen und die Gräfin beugt sich runter und sagt, na, Ginolein, wie geht's? In dem Moment macht der Hund schnapp. Und die Unterlippe der Gräfin war futsch. Er hat ihr hier diese ganze Unterlippe weggebissen. Ich stand direkt neben ihr, als das passierte. Das Blut sprudelte nur so und in meinem Schock habe ich ihr das zugehalten und habe gesagt, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Es war fürchterlich. Vor allem, alle begaben sich sofort auf dieses Unterlippenteil. Man fand es aber nicht. Also er hatte es offensichtlich geschluckt. Wir haben den Hund sofort weggesperrt. Die Party war eigentlich vorbei. Und ihr Mann fuhr sie sofort ins Starnberger Krankenhaus. Die haben es aber gleich weitergeliefert und habe gesagt, hier gar nicht. Sie muss in die Mikrochirurgie nach München. Gut. Wir saßen dann zu Hause und ich habe zu meiner Mutter gesagt, der Hund muss weg. Jetzt hat er gebissen. Der Hund ist wirklich brisant. Also ich weiß nicht mehr, was noch alles passieren soll. Aber jetzt wird es kritisch. Vor allem meine Tochter war 4 Jahre alt, also oder 5 Jahre alt. Mein Bruder war inzwischen verstorben. Ich habe gesagt, ich habe Angst um mein Kind, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil wenn er jetzt schon mal gebissen hat, naja gut. Aber meine Mutter, nein, das kann ich nicht. Und ich kann, nein, und ich liebe diesen Hund. Ja. Also wir mussten nach einer anderen Lösung suchen. Wir saßen also da und es wurde 11:30 und das Licht brannte ja noch. Plötzlich klopft es an der Hausgangstür, also Eingangstür. Und der Einzige, der von der Party noch übrig geblieben war, war der beste Freund meines Vaters, der Fred Bertelmann, der Sänger. Und beide Herren waren schon ziemlich angetrunken, um nicht zu sagen völlig besoffen. Und ich öffne die Tür und wer steht vor uns mit dem dicken, fetten Verband? Die Gräfin mit ihrem Mann. Und sagt, oh, es ist alles nicht so schlimm. Ich kriege das hin. Ich habe ja 2 Kinder. Es ist nicht so schlimm, wie ich ausschaue. Also ich habe jetzt gesagt, es war auch meine Schuld. Und ich habe gesagt, Wahnsinn, die Frau. Wahnsinn, ist die hart im Nehmen. Also sie meinte, ich habe schon 2 Kinder. Ist nicht so schlimm, wie ich ausschaue. Mein Mann liebt mich trotzdem. Und es war meine Schuld, weil ich mich so über den Hund gebeugt habe. Ich bin die Tochter eines Tierarztes. Also war mein Fehler. Ich sage, um Gottes Willen, weil die hätte uns ja bis in den St. Nimmerleinstag, also wir hätten ja da, meine Gott, um Himmels Willen. Also sie setzte sich an den Tisch und sagte, sie hätte jetzt gerne ein Bier mit Strohhalm. Die Bewunderung der Männer schlug ihr entgegen, also hart im Nehmen, muss ich sagen. Sie nahm also den trank ihr Bier und sagte, noch spürt sie nicht so viel. Und plötzlich steht Fried Bertelmann auf und sagt, was bist du für eine Tochter?
tolle Frau. Geht um den Tisch rum. Wir starten ihn alle nur. Aber was macht er denn jetzt? Nimmt ihr Gesicht in beide Hände und drückt dir einen riesen Schmatz auf die Lippe. Und es machte Platz und alles war wieder offen. Himmel, Herrgott, nochmal. Sie sofort wieder ins Auto, wieder in die Mikrochirurgie. Die werden sich auch gewundert haben. Aber sie war nach wie vor guter Laune. Bewundernswert. Gräfin, ehrlich, hart im Nehmen, muss ich wirklich sagen. Und meine Mutter hat Fried Bertelmann fast geschlachtet. Wie kann man nur so dämlich sein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt hingen wir aber an dem Hund irgendwie fest. Es musste eine Lösung gefunden werden. Meine Mutter, jetzt gibt ihm doch noch eine Chance und warten wir es doch nochmal ab. Und hin und her. Gut. Eine Woche später kriegt mein Vater einen Anruf. Herr Jakob, können Sie bitte vorbeikommen und Ihren Hund holen? Sagt mein Vater, wieso? Der Hund ist doch da. Nein, der ist bei mir im Wohnzimmer und vögelt meine Schäferhündin. Mein Vater sagt, bitte? Aber der Hund kann gar nicht weg. Der ist jetzt... Na, der Hund war weg. Wie er es wieder geschafft hat, wir wissen es nicht. Wir hatten inzwischen Elektrozaun gezogen. Allen Ernstes. Am Boden entlang, oben, überall. Also wir waren Alcatraz inzwischen. Wo er wieder rausgekommen war, wir wussten es nicht. Also mein Vater fuhr rauf in die Maxhöhe und sagte, ja, können Sie mir die Tür aufmachen? Nein, das kann ich nicht. Ich sitze nämlich auf dem Wohnzimmerschrank. Ich habe gerade noch mein Telefon schnappen können. Sie müssen reinkommen, müssen den Hund holen. Aber es ist nicht weiter schwer. Sie können durch das Wohnzimmerfenster steigen. Da ist er nämlich durchgesprungen. Die Hündin von ihr war läufig. Der Hund, ja, passiert er dann, ist durch die Thermopenscheibe des Wohnzimmers gesprungen, um diese Hündin anzunehmen, hat aber vorher die arme Frau auf den Schrank gejagt. Gut, jetzt wurde er wirklich irgendwie unangenehm. Also wir holten ihn wieder ab. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter ließ immer und grundsätzlich den Schlüssel von ihrem Haus außen stecken, weil sie immer gesagt hat, wenn einer einbrechen will, tut er sowieso und dann macht er mir wenigstens die Fenster und die Türen nicht kaputt. Gut. Das wusste auch jeder. Und dass immer Essen auf dem Tisch in der Küche stand und dass man immer seinen Kaffee aus der Thermoskanne nehmen konnte. Und so hat sich das eines Tages auch ein Kollege von uns gedacht. Der wollte den Kaffee haben und ist also ins Haus reinmarschiert. Und als wir nach 4 Stunden aus München zurückkamen, saß der auch oben auf dem Küchenschrank. Der Hund hatte ihn zwar reingelassen, aber nie wieder raus. Und jedes Mal, wenn der sich gerührt hatte, hat der Hund gemacht. Der saß seit 4 Stunden oben auf dem Küchenschrank, fertig. Ich komme euch nie wieder besuchen. Und so häufte sich das alles. Aber dann hat Gino eines Tages die absoluten Vogel abgeschossen. Da kommt ja noch viel mehr. Morgen.